Die Geburtsstunde von Sportler gegen Hunger war am 14. Dezember 1984. Da entschloss sich die Sportredaktion der Oldenburgischen Volkszeitung, mit der Aktion Sportler gegen Hunger der Katastrophe in Äthiopien mit dieser Spendenaktion zu unterstützen. Viele hundert Wanderer waren in Lüsche zur 25. Ortswanderung am 14. Januar 2001 angetreten, bei der 16. Auflage des Klassikers Sportler gegen Hunger. Angesagt hatte sich der frühere Schauspieler und Gründer der Stiftung Menschen für Menschen, Karl-Heinz Böhm, höchstpersönlich. Karl-Heinz Böhm und seine Äthiopienhilfe wird bekanntlich von Sportler gegen Hunger unterstützt. Die Spendigkeit, mit der der Kreissportbund hier seit jetzt fast 17 Jahren unsere Arbeit in Äthiopien unterstützt, mit dem wir also gemeinsam etwas verändern, ist etwas sehr Außergewöhnliches und sollte beispielhaft in jeder Beziehung sein. Ich freue mich, mit Ihnen gehen zu können, und ich denke, dass wir durch die Kälte vielleicht ein bisschen daran erinnert werden, dass die Menschen, für die wir das tun, leben zwar nicht in der Kälte, aber sie leben mit uns auf einem gemeinsamen Planeten und sind in Situationen des täglichen Lebens, der Armut, die wir uns hier überhaupt Gott sei Dank nicht vorstellen können. Aber lassen Sie uns das verändern, solange es nicht auf ganz anderen Ebenen, nämlich von der Politik und von der Wirtschaft, verändert wird, dort wo es verändert werden muss und müsste. Lassen Sie uns das gemeinsam weiter tun. Und ich bin sehr glücklich, mit Ihnen sein zu dürfen, und lasst uns viel Freude beim Wandern haben. Tschüss, alles Gute. Karl-Heinz Böhm ist am 29. Mai 2014 verstorben. Ein Highlight unter den SGH-Veranstaltungen mit einem Teilnehmerrekord ist auch in diesem Jahr wieder der Silvesterlauf 2014 in Mühlen. Der Platz füllt sich 25 Minuten vor dem Start zum Silvesterlauf. Die Samba-Gruppe trommeln Besucher und Läufer in Stimmung. Ganze Familien mit Groß und Klein und den Familienhund sind gekommen zum großen Silvesterlauf in Mühlen. We'll be right back.
Die Radsportgemeinschaft Lohne-Vechta erwartet heute am 28. Dezember mehrere hundert Starter zum 21. Radcross-Rennen am Vechtaer Reiterwaldstadion. Ein Probelauf für die Deutsche Meisterschaft 2016 im Reiterwaldstadion. Dafür wurde die Strecke leicht verändert und verlängert. Auf dem hartgefrorenen Waldboden wurde ein rasantes Rennen gefahren. Ich hatte ein bisschen Probleme in dem Zickzack-Kurvenbereich, da habe ich nur ein bisschen viel verloren. Und da musste ich nur hier auf den langen Geraden und diesen probieren, wieder ranzukommen. Und Leute mit so einer Zwischen werden meistens ärgert. Gereicht, um ganz nach vorne zu sein, aber es war besser nicht gereicht. Was mich überrascht hat, ich habe jetzt das dritte Rennen in Folge. In den Beinen gestern war ich noch sehr angeschlagen vom Weltcup in Zolder, wo ich alles gegeben habe. Da wurde ich 26. Und heute, ich musste leider ins erste Depot reinfahren, weil ich einen Durchschlag auf der Startgeraden hatte, wo zwei Steine hochstehen. Und ich hatte gedacht, dass ich einen Platten oder irgendwie die Felge gebrochen hatte. Deshalb habe ich mich in der ersten Runde irgendwo an den Treppen oben auf Platz 25 wiedergefunden. Und dann musste ich cool bleiben, an den Stellen überholen, wo es ging. Das hat geklappt, dann war ich vorne dabei. Ja, und bei der Runde ist es relativ schwer, seinen Druck, den man hat, irgendwo auf die Strecke zu bringen. Saisonsieg in seinem ersten Jahr, Platz Nummer 2 heute, zufrieden? Auf jeden Fall. Also wir sind die ganze Zeit geschlossen zusammengefahren als Team. Und ja, dass Ole am Ende gewonnen hat, geht auf jeden Fall klar. Er ist das ganze Jahr über gut gefahren, hatte viele zweite Plätze. Und ich denke, das ist auch richtig so, dass er am Ende auch mal gewinnen konnte. Das ist ein tolles Finale gewesen, was wir hier in Vechta erleben dürfen. Eine großartige Demonstration des Radsports und eine tolle Leistung, die hier mit einem Reiter-Sieg des Stevens Racing Team-Fahrer zu Ende geht. Wir sagen den Tags noch einmal an den Ding. Dankeschön, wir sagen der Sportstadt Vechta, wir sagen im Namen der Sportstadt Vechta, wir sagen im Namen der RSG Lohne Vechta, herzlich Dankeschön dafür, dass ihr heute alle hier wart.